Kevin Panewitz, herzlich willkommen bei TDB Sport Extra Time. Jo, danke für die Einladung. Kevin, Saisonabbruch Berlin. Ihr seid die Geschädigten vom FC Ahmet. Ihr wolltet doch aufsteigen. Ja, wollten aufsteigen. Ich glaube, wir haben die letzten zwei Spiele nicht so gut, beziehungsweise haben da 4 Punkte liegen lassen. Deswegen wäre es schwer geworden nochmal. Deswegen sind wir, glaube ich, jetzt nicht so gerade die Geschädigten. Wie sieht's mit deiner Zukunft aus beim FC Ahmet? Bleibst du in der nächsten Saison? Ist das schon fix? Mal abschauen. Ich übernehme jetzt eine A-Jugend von Nord-Berliner SC in der Landesliga. Deswegen, ich will auf jeden Fall weiterkicken, auch gerne bei FC Ahmet. Dann müssen wir uns aber nochmal zusammensetzen an den Tisch, ein bisschen was bequatschen. Aber an sich hätte ich Lust und Bock drauf, natürlich die Jungs oder mit den Jungs nochmal aufzusteigen. Auf jeden Fall, klar. Also liegen auch schon andere Angebote für dich vor. Gehen wir jetzt mal vom Trainer weg. Es haben natürlich ein, zwei Vereine angerufen, die nachgehakt haben und nachgefragt, aber ohne dass ich jetzt mit Sedat über irgendwas gesprochen habe, würde ich den Verein nicht verlassen. Und ich bin aktueller Spieler vom FC Ahmet. Ich will mit den Jungs aufsteigen und ich glaube auch in Zukunft, dass ich dabei noch oder bei denen noch kicken kann, wenn das zeitlich alles passt. Aber ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin. Ist Tim Jauer mit euch im Kontakt? Was macht ihr jetzt? Tim ist immer, beziehungsweise wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da wird viel geschrieben, da wird viel FIFA gezockt drin, untereinander, miteinander. Deswegen, Tim schreibt immer mal, Tim hat sich auch oder hat mir auch eine Nachricht geschrieben, als er gehört hat, dass ich Trainer werde, hat mir gratuliert und ja, deswegen, wir haben den Kontakt untereinander, unter den Spielern und Hauptsache Corona ist irgendwann vorbei, dass wir uns mal wieder auf dem Platz sehen. Die U19 von Nord-Berliner soll es zukünftig sein mit Slim Jaballa. Kann es sein, wenn das gut läuft und du, ich kenne dich so, dass du die Aufgabe auch hundertprozentig wahrnimmst, dass du dann gar nicht mehr spielen wirst? Kann ich mir nicht vorstellen, weil Fußball, ich bin 29, ich denke mal in naher Zukunft werde ich auch noch ein paar Kilo runterkriegen, damit ich mich wieder bewegen kann, wenn es soweit ist. Werde ich Fußball halten bleiben, weil ich will kicken, ja, nicht nur Trainer sein, auch kicken, weil es ja, mir Spaß macht und ich es halt sehr, sehr gut kann. Ne? Super. Kevin, am Montagabend ist Simon Rösner zu Gast bei TDB Sport Extra Time Ostertrainer-Talk. Das war auch mal dein Trainer bei der VSG Altklinike. Ja, war er. Und er war auch ein sehr, sehr guter Trainer dazu. Also Simon, liebe Grüße. Du hast mir erst auch vor kurzem geschrieben, auch gratuliert zum Trainer sein. Vielen lieben Dank dafür. Und was ich nur über Simon sagen kann, ist, dass er halt ein Mann ist mit Ahnung von dem, was er sagt und tut, sich optimal gut vorbereitet, auch auch wenn es damals so Verbandsliga war. Ich habe auch gesehen, wie er in der Oberliga war, das wissen nicht wenige, dass ich auch beim Zehndorf ab und zu mal mittrainiert habe, um mich ein bisschen zu bewegen. Das hat Simon auch gestattet. Ja, und habe gesehen, wie er sich da auf die Spiele vorbereitet hat. Und ja, absoluter Vollprofi im Amateurbereich, wenn man das so sagen kann. Deswegen würde ich ihn auch persönlich viel, viel mehr zutrauen, höherklassig zu trainieren. Ja, das ist aber meine Meinung. Und ich bin ja ab noch welcher, kein Vollprofi. Von welcher Liga sprichst du da? Ich würde Simon auf jeden Fall auch Regionalliga und noch mehr zutrauen. Natürlich braucht man dafür ein, zwei Ausbildungen, Schulungen, was auch immer dafür man braucht. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, von der Art und Weise, wie er das alles angeht, auf jeden Fall voll Profi. Jetzt hast du sehr viele Trainer in deiner Laufbahn erlebt. Ne? Nicht immer positiv, auch negativ. Was zeichnet einen guten Trainer für dich aus? Gut, also letztendlich trainierst du ja eine ganze Mannschaft als Trainer und einen guten Trainer für mich oder so wie ich sein möchte, ist der halt probiert mit allen es allen recht zu machen, was halt schwierig ist, aber ich glaube, wenn man es versucht, wird es dann einen vielleicht doch hoch angerechnet. Letztendlich ist Fußball ein Geschäft, ja, wo Köpfe rollen, wo es um Geld geht, um Leistung geht. Im Profibereich, auch heutzutage schon im Amateurbereich.
Deswegen, ja, ist es schwierig zu sagen. Der eine ist so, Marc Zimmermann war für mich ein überragender Trainer, weil er es auf der menschlichen Ebene sehr, sehr gut hinbekommen hat. Sag uns Und mal eben, wo hattest du ihn? Kaiserslautern, Okay. Marc Zimmermann, der das menschlich sehr, sehr gut hinbekommen hat, es probiert hat, irgendwie mit allen irgendwie hinzubekommen, was nicht immer leicht ist, weil du hast halt 23, 22, vielleicht auch nur 19 Leute im Kader, aber jeder will ein bisschen Aufmerksamkeit und die musst du den Spielern auch geben, ja, dass sie dieses Vertrauen wiedergeben. Aber da war Marc Zimmermann auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, so ein Trainer würde ich sein oder möchte ich auch gerne sein, weil es mir sehr, sehr gut gefallen hat, wie er das gemacht hat und ich davon hoffentlich einiges mitnehmen kann. Natürlich auch von dir, Simon. Danke, Kevin. Letzte Frage an dich. Dein Ziel ist es. Man hört auch immer wieder, du willst noch mal angreifen, auch in den Medien. Was kannst du uns jetzt von Teddybär Sport sagen zu deinen Ambitionen noch zu höherklassigen Vereinen? Naja, also es gibt vielleicht noch eine Option, da müssen noch ein paar Faktoren mitklappen dann oder passieren, wo ich sage, dann würde ich es auf jeden Fall nochmal probieren. Ja, aber das ist ja natürlich, es ist Profisport, der in ganz Deutschland gespielt wird. Und ich lebe in Berlin, meine Frau, mein Kind wohnt in Berlin, die hat hier einen Job. Dann ist Aufwand und Ertrag schon sehr, sehr wichtig, weil du hast die Familie, die du hier lässt, die kommt auf jeden Fall nicht mit, wenn es dazu sein oder dazu kommt. Und es ist halt schwierig, weil es müssen viele Faktoren passen, dass es nochmal was wird. Und das wird sich dann halt jetzt auch relativ zügig in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht entscheiden, ob es dann nochmal was wird oder nicht. Aber Trainer bei Nordberliner, das machst du auf jeden Fall, die Das mache ich Nummer. auf jeden Fall, egal was passiert. Also da brauchen die Jungs von Nordberliner SC jetzt nicht unruhig werden. Nein, 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 die brauchen nicht. Die können sich drauf freuen. Ich habe Bock drauf, ein bisschen Fußball zu kicken, den Jungs ein bisschen was beizubringen. Kevin Panewitz, wir besuchen dich auf jeden Fall beim Nordberliner SC bei der U19, verfolgen das ganz spannend, ja, und wünschen dir für die Zukunft alles Gute und Gesunde. Vielen lieben Dank, das ist sehr nett. Ich freue mich auf euren Besuch. Danke. Also, bitte. Tschüss, ciao.